Er tritt wieder wie diese Nähmaschine. Diesen Stil, der 40 Jahre lang ausgestorben zu sein schien. In den 50er Jahren der Engel der Berge, Charlie Gaul, der Luxemburger, der trat so schnell wie Lance Armstrong. Ich weiß nicht, ob er bei denen die Anleihen vorgenommen hat. Es war ja eher eine Notreaktion, weil ihm die Kraft fehlte, als er wieder zurückkam nach seiner Krebserkrankung. Ulrich. Super Zeit, aber es dauert noch eine kleine Weile, bis die Zwischenzeit kommt. Aber er ist jetzt an dieser zweiten Felsnase. Also in jedem Fall tritt er den größten Gang von allen, glaube ich, heute. Schaltet da nochmal kurz, nimmt die Arme sofort wieder vor. Eine Minute noch Zeit. Ja, das wird die Zwischenbestzeit auf jeden Fall werden. Und zwar eine deutliche. Aber es heißt hier, die Kräfte ökonomisch zu verwalten. Tolle Leistung jedenfalls soweit. Und das gibt den anderen eine Nuss zu knacken, die nach ihm kommen. Da erst ist die Marke 24,7.89. Durchschnittsgeschwindigkeit 23,64 km/h. Der rast hier hoch, wenn er das durchhält. Ist er verkabelt? Bekommt er das mit von Mario Kummer, der hinter ihm fährt? Oder fährt er nur nach Gefühl? Klare Bestzeit. 32 Sekunden vor José Azevedo. Die Durchgangszeit für Jan Ulrich. Aber auf ihn kommt es an. Auf Lance Armstrong. So, er ist deutlich nach Ulrich gestartet. Wir wissen erst in etwa 7,5 Minuten mehr. Die Spannung ist groß. Inzwischen kommen ja noch Montego, Klöden und Basso. Erstmal sehen wir Andreas Klöden. Ging ein bisschen verhalten an als seine großen Konkurrenten im flachen Stück. Und ging auch etwas in der Übertragung unter. Na gut, man muss sich entscheiden. Für die Franzosen bleibt Jan Ulrich der große Star neben ihm, neben Lance Armstrong. Und sie haben Motorräder noch bei Ivan Basso, das ist klar, bei dem zweiten der Gesamtwertung. Das muss man irgendwie aufteilen. Ah, der fährt, Michael, der fährt auf dem kleinsten möglichen Gang. Wenn das ein 23er, 24er ist, der fährt extrem hohe Frequenzen, aber er kommt natürlich mit jeder Pedalumdrehung weniger weit nach vorne wie Ulrich. Ganz anders in der Aerodynamik, in der Körperhaltung. Ganz andere Herangehensweise an diesen Berg, der sicherlich nicht der allerschwerste ist. Da gibt es Schwere, der Rotour und der Madeleine, der morgen auf dem Programm steht. Aber die Radfahrer machen den schwer hier durch ihr Tempo. Das Wahnwitzige. Also den stilistischen Bestpreis, den erhält für mich Jan Ulrich ganz klar. Diese Ruhe auf dem Rad, diese Kraft, die er auf die Pedale bringt. Das sieht dann ganz anders aus wie bei Lance Armstrong, den wir sicherlich gleich wieder vergleichen können. Lance Armstrong im Wiegetritt. Außen, ganz außen die Hände an dem extra breiten Lenker. Andreas Klöden sieht das Ganze flüssig aus. Ich bin gespannt auf die Zwischenzahl. Unten im Flachen, das war sicherlich kein Maßstab. Aber auch er fährt einen relativ breiten Lenker, ähnlich wie Armstrong, ganz anders als Ulrich. Jeder nach seiner eigenen Fasson. Und fährt natürlich auch einen deutlich niedrigen Gang. Deine höhere Trittfrequenz. So, jetzt 27, knapp 30 Sekunden hinter Jan Ulrich mit der zweitbesten Marke, Andreas Klöden. Also T-Mobile schmeißt den Federhandschuh hin. Das hat sich schon gestern gezeigt. Ganz kampflos wird man ihm nicht klein beigeben. Und der muss zeigen, was er drauf hat. Und warum er diesen Berg hier wie kein anderer erkundet hat. Aber Andreas Klöden, wie der die Form hält, dass das ein echter Rundfahrer werden würde. Über drei Wochen lang, Tag für Tag Leistung bringen kann. Und dann noch mit einer Hüftprellung, die er sich gestern zugezogen hat. Da sehen Sie es eingeblendet. Bestzeit an der 9,3 heißt es hier auf unseren Unterlagen. 9,5 Kilometer Marke hält Jan Ulrich 27 Sekunden vor Andreas Klöden. Und das könnte jetzt doch die Bestzeit werden von Lance Armstrong. Denn sie kann sich selber eingucken können. Die Kameras schneiden jetzt um.
Soweit ist er nicht mehr entfernt vom Zwischenzeitpunkt. Mit seinem Nähmaschinentritt nimmt der Jan Ullrich noch ein paar Sekunden ab. Aber er geht an die Grenzen. Und wie? Es ist wieder eine astronomische, eine atemberaubende Durchgangszeit, die Lance Armstrong hier hinlegt. 30 Sekunden sind es mindestens, die er da schneller war. Ja, jetzt sind wir ein bisschen sprachlos, denn Jan Ullrichs Leistung ist nicht hoch genug zu bewerten, wie der hier rauffegt. Aber Armstrong ist noch um 40 Sekunden rundgerechnet schneller nach 9,5 Kilometern. Das sind genau 40, die jetzt hier eingeblendet sind. 40 Sekunden schon bei 9,5 Kilometer voraus. Der Mann im gelben Trikot. Ja, er fährt natürlich mit diesem Gang vielleicht ein bisschen kräfteschonender. Ja, er weiß, diese Frequenz kann ich hochhalten bis zum Ziel. Hier die Freiluftbühne. Sie stehen in vielen Reihen hintereinander gestaffelt. Und wenn es im Kampf um die Plätze geht, dann müssen wir sagen, hat Jan Ullrich jetzt schon den Spanier Francisco Mancebo überholt, ist also auf Rang 4 vorgerückt, hinter Andreas Klöden. Aber er möchte ja mehr, das müssen wir schon sagen. Er möchte einmal diesen Unschlagbaren hier, einmal Lance Armstrong bezwingen. Vielleicht muss er, der letzten Tritt jetzt ein wenig schwerer wird, jetzt vielleicht mit dem kleinen Erfolg zufrieden sein, dass er näher rankommt. Am Ende, wenn es so bleibt, an Klöden. Der Blick hoch, wie lange geht's noch? Vor allen Dingen an Basso. Da gibt es ja noch ein langes Zeitfahren, über fast 60 Kilometer, wo er dem Italiener einiges abnehmen kann. Er will wieder aufs Podium, mindestens mal in Paris. Aber was sind das für Zeitunterschiede? Das muss man jetzt noch mal sacken lassen. Armstrong 40 Sekunden vor Ullrich, 1 Minute und 7 Sekunden vor Klöden und 1 Minute und 15 vor ihm, vor Ivan Basso. Er wirkt ein bisschen wie ein Raubtier, das auf Beute aus ist. Die Beute heute, der 19. Etappenerfolg an prominenter, an prominentester Stelle innerhalb Duess im gelben Trikot, symbolisch aufgeladen, dieser Etappenerfolg. Und eine weitere kleine Demütigung, ist zu viel gesagt, aber eine weitere kleine Klatsche für die Konkurrenz, auch für Jan Ullrich, der nichtsdestotrotz hier eine starke Leistung abliefert. So, da ist er noch nicht da an dieser Stelle. Ein tolles Ereignis und bislang läuft toi 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 alles glatt. Jan Ullrich hat die letzte Kurve von 21 bereits hinter sich, befindet sich schon in den Ortsgrenzen von Alpe d'Huez. Jetzt wird es wieder ein bisschen flacher, vielleicht ein Vorteil für ihn, der es so mag. Wie gewohnt, die Ruhe selbst, was die Körperbewegung, den Oberkörper anbetrifft. Aber man möchte sich wünschen, dass er da vielleicht nochmal rausgeht, nochmal aus sich und aus dem Sattel rausgeht. Auch Basso und Klöden sind nicht Welten auseinander. Da muss er nochmal. Ja, er geht aufs große Blatt hier. Ja, er geht aufs große 53er Blatt hier, wo es ein bisschen flacher wird. Er versucht alles. Ja, durch. Und Lance Armstrong kommt schon an Basso ran. Will er ihn auch noch überholen? Die 2 Minuten Rückstand. 4 Kilometer von dem Ziel. Hat er fast aufgeholt. Und die letzte Kurve hier für Jan Ullrich. Jetzt muss er noch einmal alles geben. Bestzeit wird es auf jeden Fall. Und raus aus dem Sattel und mit Schwung hier rein ins Ziel. Die Bestzeit wird klar, aber was ist sie wert? Er gibt auf jeden Fall alles. Er ist ein Kämpfer, wenn es ums Radrennen geht. 12 Monate im Jahr kann er sich nicht
nicht aufs Rad konzentrieren, auf den Radsport, aber wenn er mal im Sattel sitzt, dann kämpft er und lotet seine Möglichkeiten aus. Und man sieht, wie schwer Basso jetzt tritt und Armstrong ist schon an ihm dran. Also Basso bricht hier förmlich ein und der Mann, der hier sein Programm runterspult, ist natürlich eine andere Liga in diesem Moment. Der bleibt wohl unter der magischen 40-Minuten-Marke für dieses Zeitfahren als einziger. Und er wirkt nicht einmal ein kleines bisschen erschöpft. Jetzt eine Minute und mehr oder bleibt es unter einer Minute? Das ist jetzt die Frage. Der Vorsprung von ihm im Ziel. Dritter Etappenerfolg bei dieser Tour. Er verdient sich dieses gelbe Trikot. Es bleibt ein Vorsprung von einer Minute und einer Sekunde für Armstrong im Ziel. So viel wie vor 3 Jahren beim letzten Bergzeitfahren, wo die beiden direkt aufeinander getroffen sind in Chambos. Der zweite der Rangliste hier oben in Alpe d'Huez heißt Jan Ullrich, hat 1 Minute und 1 Sekunde Rückstand. Und der dritte, Andreas Klöß. Standing in line to see the show tonight and there's a light. Heavy glow, by the way I tried.
say I'd be there waiting for